Ja, guten Morgen, hallo Volker, wo treffe ich dich an? Du scheinst Hallo auch im Jan. Hausarrest zu sitzen. Wir sind alle im Hausarrest im Moment. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, wir haben heute den 21.03.2020, damit man das geschichtlich einordnen kann auch. Und gerade in der Schweiz, in Deutschland sind die ersten Regionen dann eben komplett unter Quarantäne gestellt worden. Und keiner weiß, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird. Vielleicht lachen wir in 2 Monaten alle drüber. Vielleicht ist die große Katastrophe da, das wissen wir alle nicht. Heute ist der 21.03. Heute ist der Zeitpunkt, wo wir uns ein bisschen über Corona und natürlich auch über das Immunsystem unterhalten wollen. Perfekt. Ich habe ja so schon ein bisschen trainiert. Ich komme nämlich aus Spanien, da gab es den Hausarrest schon. Super. Und ich war auf Mallorca in Andratx, wo es eigentlich überhaupt gar keine Fälle gab. Von daher war das vielleicht auf der Insel jetzt auch nicht zwingend notwendig, aber die haben ja den Notfallplan ausgerufen da in Spanien. Von daher konnten die Leute ein bisschen mit dem Hund Gassi gehen und maximal einkaufen. Wir wurden kontrolliert an den U-Turns und mussten auch direkt wieder zurück. Ja, das blüht uns wahrscheinlich auch in Deutschland nächste Woche, wenn die Leute nicht vernünftig sind. Wir haben ja heute auch diese politische Diskussion, was machen wir jetzt? Ja, wie kriegen wir da die Infektionskurve dann gedrückt? Bei euch, ihr seid schon einen Schritt weiter. Ja, Schweiz liegt näher an Italien. Ich denke, wir haben da einiges von abgekriegt. Und also bezogen auf die Bevölkerungszahlen, die Schweiz hat ja so etwa ein Zehntel der Bevölkerung von Deutschland, ist es natürlich viel dramatischer. Wir haben im Moment exakt dieselben Todeszahlen wie in Deutschland, aber wie gesagt, bei einer wesentlich geringeren Bevölkerung. Infektionszahlen sind nicht ganz so hoch, aber ich glaube, es wird auch ein bisschen mehr gemessen hier. Weiß ich nicht ganz genau. Ich denke, die Schweiz ist da Deutschland ein bisschen voraus, aber Deutschland wird da wahrscheinlich nachziehen, wenn es nicht gelingt, die Infektionsketten wirklich zu unterbinden, worauf wir jetzt ja alle hoffen. Ja, ich habe ja gestern, hatte ich dir im Vorfeld schon gesagt, mit der Frau König gesprochen, die ja eine ausgesprochene Immunologie-Expertin ist und ja, auch mal sie um Einschätzung gebeten. Und sie hat zum Schluss was ganz Interessantes gesagt, was für mich jetzt nicht neu ist, aber was ich glaube eine gute Message ist für alle, die das Video auch sehen, ist keine Panik. Und zu diesem Thema keine Panik habe ich ein sehr schönes Buch, was ich vor, ich glaube, einem Jahr gelesen habe. Das ist das hier, das möchte ich auch jedem empfehlen. Es geht um das Thema Unsicherheit in der Gesellschaft. Und das ist ja jetzt ein Thema, was im Grunde jeden umtreibt. Denn den Menschen, ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter und ich höre immer so rein, was verstehen der Otto-Normalverbraucher, was versteht er nicht. Wir haben sehr viele Kontroversen, viele Talkshows, wo Virologen auch unterschiedliche Sachen zum Teil sagen. Und ich will mal so zwei, drei Sätze aus dem Buch vorlesen, um hier in das Gespräch einzusteigen. Der Herr Achim Peters, einer der absoluten Top-Stoffwechselforscher und Diabetologe seines Zeichens, schreibt in diesem Buch, das er übrigens mit einem der berühmtesten Stressforscher zusammen auch verfasst hat. Stress entsteht überall dort, wo lebenswichtige Dinge fehlen oder wo das Überleben in Gefahr ist. Es gibt drei verschiedene Arten von Stress. Das eine ist der gute Stress. Das ist der Stress, den wir uns jetzt alle machen sollten, indem wir ja die Dinge tun, für die nie Zeit war. Dann haben wir den tolerierbaren Stress. Das ist der Stress, den die meisten kennen, wenn sie unter Zeitdruck stehen, wenn sie ja unter Wachstumsdruck stehen oder wenn sie auch unter Existenzdruck stehen. Das ist ja das, was jetzt auch viele Selbstständige haben, das Problem. Und dann haben wir drittens den sogenannten toxischen Stress. Und da schreibt er, wir befinden uns in einer Situation, und er meint nicht die Corona-Krise, sondern die Gesellschaft insgesamt, in der das Stresssystem immer wieder oder dauerhaft erregt ist. Ständig werden wir überrascht, wir sehen oder finden keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Und jeder Mensch wählt sozusagen eine andere Strategie, jetzt auch mit dieser Corona-Krise umzugehen. Welche meiner Strategiemöglichkeiten soll ich auswählen, um mein zukünftiges physisches, mentales und soziales Wohlbefinden sicherzustellen? Und dann schreibt er einen Satz, der vielleicht ganz wichtig ist jetzt für uns, so ein Einstieg. Es braucht Information, um Unsicherheit zu reduzieren. Ich glaube, das ist das größte Problem, auch wenn ich mit Patienten, Sportlern und so weiter spreche. Ich habe jetzt einige, die sitzen in Florida oder in Australien fest oder
ja, auch mehr oder weniger im Hausarrest. Athleten dürfen jetzt nicht trainieren, Patienten können nicht in die Praxen kommen oder dürfen nicht kommen oder was auch immer. Also es entsteht jetzt durch diese Social Media und Spiegel Online und jeder geht jetzt auf diese Welle drauf. Natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit, die jetzt bei dem einen oder anderen, vor allem die, die jetzt auch sich darüber Gedanken machen müssen, wie geht es existenziell weiter, wie lange dauert diese Krise, kommt das vielleicht im Herbst sogar nochmal wieder zurück. Also sehr viel Unsicherheit, die chronischen Stress macht. Und chronischen Stress kann man ja immer sehr gut dadurch ablesen, dass man Schlafstörungen bekommt. Jetzt habe ich dir gerade schon im Vorfeld gesagt, ich selber schlafe auch relativ unruhig. Das liegt aber bei mir weniger an dem fehlenden Informationen, sondern mehr an meinem Neugierverhalten, dass ich natürlich jetzt genau wissen will, ja, wie hängen die Dinge zusammen, auf was müssen wir uns einstellen. Und, was ja auch in deinem Sinne ist, was können wir denn jetzt der Allgemeinheit raten? Denn wir haben keinen Impfstoff. Wir haben zwar einen Test, der vielleicht auch unspezifisch ist, aber was erwartet denn die Leute, wenn dieser Test positiv ist? Die meisten werden nach Hause geschickt und wir wissen, dass Kinder damit relativ wenig Probleme haben. Wir wissen aber, dass so ab 50 dann die Mortalitätsrate auch steigt. Und was mich so letzte Woche angetrieben hat, ist das Thema, wir haben ein Immunsystem. Das Immunsystem schützt uns seit 2,5 Millionen, vielleicht sogar 4 Millionen Jahren vor Viren, Bakterien und Pilze in der Hauptsache. Und was können wir denn jetzt tun, damit wir das sozusagen scharf stellen und dann möglicherweise, auch wenn wir eine Infektion haben, weil viele Menschen haben jetzt ja auch Influenza-Infektionen oder Erkältungen, wie auch immer. Und das läuft aber den meisten total milde ab. Du bist jetzt Schulmediziner, Naturmediziner. Du hast sehr, sehr lange in der Schulmedizin gearbeitet, aber bist natürlich naturwissenschaftlich jetzt auch absolut auf der Höhe und kannst wunderbar die Dinge verbinden. Ja, du hast in die Information, die Bedeutung der Informationen angesprochen. Das finde ich auch richtig, aber es sollten auch so ein bisschen die richtigen Informationen sein, beziehungsweise die Bewertung der Informationen. Ja. Und im Moment kriegen wir nur mit, da wieder 2 Tote, da schon wieder 3 Tote, ja, da Ausgangssperre und ja, Medikamente haben wir gar keine. Ja, das sind einfach furchtbare Informationen, die uns enorm stressen und das Immunsystem eher schädigen. Und gute Informationen, die es ja nun auch gibt, in China scheint die Welle ja wirklich abgeebbt zu sein, Südkorea auch, also die scheinen das ja wirklich in den Griff gekriegt zu haben, ja, da erfährt man merkwürdigerweise sehr wenig. Und was ich auch an Informationen vermisse, und ich höre so viele Interviews mit Virologen und da werden auch sehr kluge Dinge gesagt, das sind wirklich keine Idioten, das sind wirklich intelligente Leute und vieles ist richtig, was die sagen. Aber ich habe noch nie gehört, dass sie da was über Nährstoffe gesagt haben, dass wir wirklich möglicherweise mit Nährstoffen, die unser Immunsystem zu stärken vermögen, dass wir die vielleicht jetzt besonders brauchen, habe ich noch nie in der Diskussion gehört. Und ich habe da eben so ein paar Folien mal rausgesucht, ein paar Studien, ein paar Grundlagen auch, warum welche Nährstoffe wirklich im Moment gut sein könnten. Ja, das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich habe letzte Woche den Blogartikel dazu geschrieben. Das kam mehr aus der Laune heraus, weil mich geärgert hat, dass wir jetzt im Grunde nur Horrornachrichten bekommen. Und ich habe irgendwann mal Sport studiert und da haben wir gelernt, dass wir die Leute motivieren müssen. Aber wir müssen natürlich auch selber motiviert sein. Und meine Motivation ist halt meine Neugier. Und deswegen bin ich dann da reingegangen und habe mir das Virus mal bis ins tiefste Detail angeguckt. Ich wollte wissen, welche Wirkmechanismen, was macht dieses Virus eigentlich, wenn es zum Beispiel aus dem Rachenraum übergeht in die Lunge, warum infiltriert das gerade die Lunge, was passiert da ganz genau? Und das ist natürlich sehr, sehr spannend für alle, die auch so ein bisschen wissenschaftlich unterwegs sind. Du bist das ja auch. Du hast ja auch sehr viel Hintergrundinformationen aus der Wissenschaft. Und ja, das machen halt viele nicht. Herr Gröber sagt ja immer, das ist die Hören- und Glauben-Medizin. Und ich glaube, hier wäre es an dieser Stelle mal angesagt, auch mal Wissenschaft und ja, Klinik auch mal zusammenzubringen. Genau, wollen wir da mal einsteigen? Ich hab mit Vitamin D, das ist für mich im Moment das Wichtigste für das Immunsystem, habe ich mal begonnen. Und wir alle wissen ja, die Grippewellen laufen ja im Winter über das Land. Und ich glaube nicht, dass es die Kälte ist, sondern ich glaube möglicherweise, dass die tiefen Vitamin D-Spiegel sind, die hier eine Rolle spielen könnten. Also ich habe da mal was vorbereitet. Also das hier ist so eine Grundlagenarbeit
aus dem Jahre 2011, wo also eindeutig gesagt wird, wir haben Vitamin D-Rezeptoren auf allen unseren Immunzellen. Und dort wird behauptet, Vitamin D ist ein Immunmodulator. Das heißt, es wirkt in beide Richtungen. Wir können damit eine erhöhte Autoimmunität abfangen. Also Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Asthma, Neurodermitis können behandelt werden. Aber auch bei einer erhöhten Infektanfälligkeit ist Vitamin D unglaublich wichtig. Also in der Grundlagenforschung ist es längst angekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo die nächste Folie haben wir, die nächste Folie. Und da habe ich Daten vom Robert-Koch-Institut mal rausgegraben. Und das Robert-Koch-Institut sagt, 61%, das sind fast zwei Drittel aller Erwachsenen, haben Mangelzustände unter 50 Nanomol. Wobei das ist jetzt ein Mangelzustand aus dem Laborwerten. Mhm. Wer viel mit Vitamin D arbeitet, wie Professor Spitz und Uwe Gröber und du und ich und viele andere, wir wissen natürlich, unter 50 ist schon gar nicht gut. Mhm. Wir hätten ja lieber Werte über 75, besser noch über 100 Nanomol pro Liter. Davon reden wir ja, wenn wir ein optimales Immunsystem haben wollen. Also unter 50 ist schon richtig grottenschlecht. Ja. Zwei Drittel der Erwachsenen haben das. Und ein Drittel hat wirklich also unterirdische Vitamin-D-Werte von unter 30. Also da weiß nun jeder, dass das schlecht ist. Und ich bleibe mal bei den Daten vom Robert-Koch-Institut. Wir gucken uns mal hier nur den Sommer an. Und da sehen wir, selbst im Sommer sind 10% der Leute unter diesen wahnsinnig schrecklichen 30 Nanomol. Immerhin über 60% haben im Sommer immerhin ausreichende Werte. Also über 50 ist für mich ausreichend, mehr auch nicht. Und wie schaut es im Winter aus? Da sind nur noch 20%, noch nicht mal 20% im Bereich von über 50. Wohl kaum jemand über 100, wenn er nicht was einnimmt. Aber wir sehen hier, über die Hälfte ist unter 30. Also wirklich grottenschlechte Werte. Und wir wissen, dass wir bei diesen Werten einfach viel mehr Infekte haben. Hier meine Meta-Analyse, wo wirklich viele Daten, viele Studien ausgewertet worden sind. Und da wird eindeutig gesagt, niedriger Vitamin-D-Spiegel bedeutet 86% höheres Risiko, also fast Verdopplung. Und wir sehen ja ganz klar, unter 90 Nanomol beginnt das Risiko anzusteigen. Bei 60 haben wir einen Knick nach oben, bei 30 haben wir nochmal einen Knick nach oben. Und bitte im Winter, die Hälfte ist in diesem Bereich. Was könnten wir erreichen, wenn wir die Leute alle in den Bereich bringen würden? Hätten wir möglicherweise viel weniger Infekte. Und das wurde auch in einer anderen Meta-Analyse gezeigt. Da hat man wirklich mal interveniert. Und was mich besonders freut, das sind Daten aus dem British Medical Journal. Also eine der wirklich ganz großen Fachzeitschriften. Mhm. Was dort veröffentlicht ist, das ist evidenzbasiert. Das ist völlig klar. Mhm. Und da sieht man, unter Vitamin-D-Gabe 12% weniger Infekte. Darf ich mal eine Frage stellen, Volker? Ja. Wir beide wissen das, Jörg Spitz weiß das, es wissen auch noch ein paar andere Leute. Was man sich natürlich fragt in der ganzen Diskussion aktuell ist, warum werden diese Dinge komplett ignoriert? Warum wird nicht auch flächendeckend ein Vitamin-D-Test angeboten und dann geguckt, dass man aufsupplementiert? Weil wenn man heute anfängt, dann hat man vielleicht noch eine gute Chance, einen guten Spiegel aufzubauen, sodass man sich entsprechend auch schützen kann. Genau, sehr gute Frage. Diskutieren wir vielleicht gleich. Das ist hier meine letzte Vitamin-D-Folie. Vielleicht bringe ich die gerade noch zu Ende. Also wirklich evidenzbasiert anerkannt, Vitamin-D-Schutz vor Infekten. Das war jetzt hier 12%, das war jetzt nicht so schrecklich viel. Aber was ich ganz spannend fand, dann haben die nochmal eine Subgruppenanalyse gemacht. Und da haben die gesehen, wenn Vitamin-D täglich gegeben wurde, gab es etwa ein Fünftel weniger. Und wenn das als seltene hochdosierte Gabe, was ja heute leider auch immer noch gemacht wird, dann hatten die nur -3% Effekt, also quasi gar keinen Effekt. Also wir sehen daraus, wir brauchen eine genügend hohe Dosis und wir müssen es täglich geben oder alle zwei Tage. Ja. 20.000 einmal in der Woche, das funktioniert überhaupt nicht. Und wir sehen hier auch unter 25 Nanomol oder unter 30 Nanomol. Darf ich dich da mal was fragen? Gleich nur, das ist jetzt meine letzte Zeile, dann bin ich damit erstmal fertig. Also wirklich, wenn man sehr schlechte Spiegel hat und gibt dann Vitamin D, dann kann man auch hier nahezu eine Halbierung der Infekte erreichen. Also wie gesagt, das ist 2017 schon.
erhoben worden bei viralen Atemwegsinfekten. Ob das jetzt bei Corona genauso ist, wissen wir nicht, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, warum es nicht so sein sollte. Ja, sehe ich auch so. Dazu mal eine Frage, weil ich bin ja Naturwissenschaftler, ich gucke ja in die Medizin sozusagen immer von außen rein und wenn ich Patienten habe, dann sagen die, ja, Herr Frese, ich nehme schon Vitamin D und ich sage, was nehmen Sie denn? Ja, ich nehme einmal in der Woche 20.000 Dekristol. Das ist so irgendwie so reflexartige Verschreibung vieler Mediziner, die vielleicht mal, ich weiß nicht, irgendwie mal was von Herrn Hollig gelesen haben. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt, weil ich sage den Patienten dann immer, das ist ungefähr so, als wenn sie den ganzen Tag im Keller sitzen und einmal in der Woche dann raus dürfen im Juli. Wo kommt das her? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das vor 4-5 Jahren habe ich das auch gemacht, weil das ist unglaublich praktisch. Und das Schöne ist, die Vitamin-D-Spiegel steigen ja an. Wir haben gute Vitamin-D-Spiegel, aber das ist eben das Speicher-Vitamin-D. Die Immunzellen benötigen aber das Cholecalciferol. Das ist das, was in der Sonne gebildet wird, was in der Nahrung oder auch in Tabletten oder Tropfen drin ist. Und das brauchen wir täglich oder alle 2 Tage, weil das Cholecalciferol eine Halbwertszeit von 12 bis 24 Stunden hat. Also nach 2-3 Tagen ist nichts mehr davon da. Das heißt, wir messen das Speichervitamin im Labor, haben scheinbar gute Werte, aber sind trotzdem im Keller. Ich weiß, das ist sehr schwer zu verstehen, aber das erklärt auch, warum viele Vitamin-D-Studien nicht funktioniert haben, weil das eben nicht bedacht worden ist. Ja. Und was wir auch nicht wissen, seitdem wir Herrn Coimbra kennen, der mit der Hochdosis Vitamin D arbeitet, dass es ja auch eine Prozentzahl von 20-25% gibt, die Non-Responder sind, wo es jetzt auch unterschiedliche Hypothesen gibt, woran das liegen könnte. Also ich vermute mal, dass es auch zum Teil an dem Vitamin-A-Mangel liegt. Wie stehst du dazu? Könnte sein, da wissen wir noch sehr wenig darüber. Was wir wissen, dass Vitamin A auf jeden Fall ein guter Synergismus zu Vitamin D hat. Also beide ergänzen sich gegenseitig. Zu Vitamin A haben wir nachher auch noch eine Folie. Also Vitamin A ist ja unser Schleimhaut-Vitamin sozusagen. Ja. Die ergänzen sich beide wunderbar. Mhm. Und Uwe Gröber sagt also, wir sollen genauso viel oder mindestens halb so viel Vitamin A nehmen, wie wir Vitamin D nehmen. Also wenn jemand 4.000 Einheiten Vitamin D am Tag nimmt oder 5.000, dann sollte er eben auch mindestens 2.000 oder 2.500 Einheiten Vitamin A dazu nehmen. Hatte ich bisher auch nicht so auf dem Bildschirm, aber werde ich immer mehr jetzt machen. Also das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Ich will jetzt nicht der Oberklugscheißer sein, aber ich habe vor, ich glaube, 10 Jahren das erste Mal davon gehört, dass wir einen Vitamin-A-D-Rezeptor haben. Das heißt, die beiden arbeiten, wie du sagst, synergistisch zusammen. Wir haben dann aber irgendwie 8 Jahre lang nur über Vitamin-D gesprochen. Ich habe mir dann mal die alten Sachen rausgeholt. Das ist also wirklich lange, lange, lange bekannt, dass auch Vitamin-A eine wichtige Rolle spielt. Ich habe jetzt so das Gefühl, okay, jetzt so langsam kommt das auf den Schirm. Und wir verstehen das vielleicht immer besser, dass das zusammenwirkt. Aber die Studien dazu, die sind schon relativ alt. Ich weiß nicht, ob wir dann auch so eine Art Bias haben, dass wir die Dinge dann ignorieren oder ja. Ich selber, muss ich gestehen, habe es aus einem Grund so ein bisschen ignoriert, weil wir wissen ja, dass wir aus Beta-Carotin Vitamin A selber bilden können. Ja. Und die Vegetarier zum Beispiel, die essen ja unglaublich viel Obst und Gemüse und viel Beta-Carotin, die sollten eigentlich keinen Vitamin-A-Mangel aufweisen. Wir wissen heute aber aus neueren Forschungen, dass die Umwandlungsrate eben nicht so hoch ist, wie wir früher gedacht haben. Mhm. Und hier scheint es einige Menschen zu geben, es gibt ja überall sogenannte genetische Polymorphismen, also bestimmte Enzymvariationen, dass bestimmte Menschen offensichtlich Beta-Carotin noch schlechter in Vitamin A umwandeln können. Und das sind dann natürlich die Vegetarier und Veganer so ein bisschen gebissen, wenn sie das hätten, weil Vitamin A kommt originär nur in tierischen Produkten vor. Ja. Also dann muss man eben dann eben doch zum Tier greifen oder was man, wenn man das nicht möchte, muss man eben ein reines Vitamin A-Präparat dann dazu nehmen. Ja. Das war mir auch nicht so klar gewesen, also da lernen wir auch ständig noch zu. Also das scheint so zu sein, dass wir abhängig sind ein Stück weit eben auch von Meeresgetier oder von Algen, von Schellfisch und so weiter. Wahrscheinlich ist das alles essentiell, denn wir finden da ja auch Omega-3-Fettsäuren. Also wenn wir mal ganz weit zurückgehen, mal 50.000 Jahre zurück oder 100.000 Jahre zurück,
Was haben die Menschen dort gegessen, um ihre Omega-3-Fettsäuren aufzutanken? Die hatten noch kein Algenöl und noch kein Fischöl hochgereinigt. Ja? Die mussten das irgendwie anders herholen. Und nicht alle haben jetzt endlich irgendwo am Meer gelebt. Aber ich habe das mal recherchiert, weil ich ja sehr viel auch so in dieser evolutionären Medizinschiene unterwegs bin, dass also die meisten Knochenfunde, die gemacht wurden, die sind in der Nähe von Binnenseen, von Flüssen oder vom Meer. Das heißt, wir sind wahrscheinlich fischabhängig oder algenabhängig. Genau, ich sage immer, der Satz Jäger und Sammler ist eigentlich falsch. Wir waren eigentlich mehr Fischer und Sammler. Wahrscheinlich. Sehe ich ganz genauso wie du. Und das hat sicherlich auch in unserer intellektuellen Entwicklung eine ganz große Rolle gespielt, dass wir eben da über teilweise auch das Aufbrechen der Knochen mit dem Omega-3-reichen Knochenmark oder eben mit der Zufuhr von Fischen eben da einfach auch eine super Omega-3-Versorgung hatten. Ja, und dann sind wir ja auch schon bei Omega-3. Ich will da mal kurz einpflegen. Es gab ja letzte Woche so ein bisschen Kontroversen. Da haben dann Medien berichtet, Ibuprofen wäre jetzt gefährlich, ACE-Hämmer wären gefährlich. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt. Wir haben selbst einige Professoren in den TV-Sendungen haben offensichtlich das Lancet-Paper nicht gelesen oder nicht gefunden, was auch immer. Auf jeden Fall hat es in einem der führenden Medizin-Journals drin gestanden. Aber wenn man sich das ganz genau durchliest, was da drin steht, dann haben die chinesischen Ärzte das beobachtet, dass es sein könnte. Und dann haben die Medien haben natürlich direkt eine Schlagzeile draus gemacht und haben gesagt, Ibuprofen ist gefährlich. Oder ACE-Hämmer sind gefährlich. Jetzt muss man dann im Weiteren natürlich mal überlegen, was machen denn diese Medikamente? Du hast ja auch im Laufe deiner langen Karriere da immer wieder mit zu tun gehabt. Also ACE-Hämmer senken den Blutdruck und Ibuprofen hat Einfluss auf die Entzündungskaskade. Vielleicht kannst du da so ein paar Sätze zu sagen, wie du das siehst. Also zum ACE-Hämmer kann ich nicht viel sagen, da habe ich mich noch nicht viel mit beschäftigt. Da vielleicht kannst du da mehr sagen, da hast du ja auch in deinem Blog da etwas geschrieben. Zu NSAR generell, also ich würde gar nicht auf Ibuprofen alleine abheben. Mhm. Ich bin generell kein Freund von den NSAR. Wir wissen ganz genau, ich habe vor wenigen Tagen noch einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt gesehen und da wird beschrieben, wir haben pro Jahr in Deutschland 1.000 bis 2.000 Tote durch Diclofenac, Ibuprofen, die Coxibe, diese ganzen Mittel, Herzsterblichkeit teilweise verdoppelt, ja. wenn ich NSAR nehme, von den Magenblutungen wollen wir gar nicht reden. Ja? Also die Gefahr ist längst bekannt und bitte, 1.000 bis 2.000 Tote, das sind auch jeden Tag 3 bis 6, da redet kein Mensch drüber. Ja, wir reden genau über die Corona-Toten, aber wahrscheinlich wird man in diesem Jahr, ich hoffe es jedenfalls, in Deutschland nicht so viel Corona-Tote haben, wie wir dieses Jahr über NSAR-Tote haben. Also ganz unabhängig von Corona finde ich einfach das sehr, sehr schlimm, dass das rezeptfrei ist, dass es gefährliche Medikamente sind, wo man sich 10-mal überlegen muss, ob man die jetzt wirklich nehmen will. Ja. Ganz unabhängig von Corona. Das ist meine Sichtweise. Ich nehme es eh nicht, verschreibe es eh nicht. Ich kenne viel bessere entzündungshemmende Maßnahmen. Von daher brauche ich es gar nicht. Es ist gut, dass du das sagst, als jemand, der Medizin studiert hat. Weil wenn ich das sage, dann klingt das immer so ein bisschen merkwürdig, ne, weil es aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommt. Aber die nicht-steroidalen Entzündungshemmer, wie sie ausgesprochen heißen, die wirken natürlich, wie ich gerade sagte, in diese Entzündungskaskade ein und blockieren natürlich die ganze Entzündung. Und jeder, der mal Physiotherapie oder Medizin studiert hat, der muss eigentlich die Entzündungskaskade kennen, dass wir eine Entzündungsphase, eine Proliferationsphase und eine Remodulierungsphase haben. Und dass diese Phasen, um von einer in die nächste zu kommen, bestimmte Metaboliten brauchen, also bestimmte Stoffe, die auch in der Forschung längst bekannt sind, ja, damit aus dem, was du gerade erwähnt hast, damit aus dieser Omega-6-Phase, also die proinflammatorische Phase, dann auch die Omega-3, also die antiinflammatorische Phase, überhaupt in Gang kommen kann. Und das passiert natürlich nicht mehr, wenn ich diese COX-2-Hämmer nehme, weil diese COX-2-Hämmer natürlich ganz am Anfang der Entzündung wirken. Das heißt, am Ende, was bekomme ich dann aus meiner Sicht? Ich sage es jetzt mal naturwissenschaftlich gesprochen. Aus meiner Sicht bekomme ich eine chronische Entzündung, weil natürlich das System immer wieder versucht, ja, da die Entzündung wieder neu aufzuflammen, um in die Lösung zu kommen. Und wenn wir das immer wieder unterbrechen, und ich weiß, dass im Sport ist das ein Drama, also
alle Kampfsportarten, Handball und so weiter, die nehmen das teilweise präventivmedizinisch. Das ist ja vollkommen irre. Oder Marathonläufer, ganz genauso, aus Angst vor Knieschmerzen nehmen die auch präventiv NSAR gar nicht gut, das sehe ich ganz genauso. Ja, kommen wir nochmal zu Omega-3, was ja auch genau in diesen Stoffwechsel eingreift. Das sind ja im Prinzip auch COX-2-Hemmer. Die hemmen ja ganz ähnlich wie NSAR die Entstehung der Prostaglandine. Aber sie machen eben noch viel mehr. Sie entwickeln eben auch als Derivate Protektine oder auch Resolvine. Und Resolvine, da haben wir es ja schon im Wort drin, Resolvin-Rücklöser. Also Entzündung wird moduliert und sie wird eben dann auch rückgelöst. Und das haben wir eben mit diesen NSAR genau nicht. Ja, vielleicht können wir da dann noch gerade ein paar Folien zum Omega-3 zeigen. Ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet. Darf ich da noch einen Satz zu sagen? Ja, gerne. Weil das sage ich auch mal meinen Seminarteilnehmern. Wir haben ja dieses Wort Entzündungshemmung. Das hat ja bei den Leuten, impliziert das ja ein Positivismus. Das ist ja das Schlimme, das hat ja die Werbung geschafft, dass die Leute da draußen glauben, wenn ich meine Mutter frage oder meinen Vater, die glauben ja, dass Entzündungshemmung etwas Gutes ist. Und wenn ich meine Seminarteilnehmer unterrichte, dann müssen die erstmal grundlegend verstehen, dass die Entzündung ja eine Funktion hat. Und dass es überhaupt nicht schlau ist, eine Entzündung zu hemmen, wenn ich eine Regeneration oder eine Return of Homeostasis oder wenn ich eine Heilung letztendlich, so kann man es auch nennen, dann bekommen will. Gewebeheilung entsteht ja dadurch, dass am Anfang die Entzündung ist. Genau, wir müssen sie modulieren, das sehe ich halt ganz genauso wie du. Also das von die Evolution erwähnt, also hier habe ich das auch nochmal, eben unser Steinzeitmensch, unser Vorfahr mit eben einem Omega-6-zu-3-Verhältnis von etwa 1:1, die berühmte Mittelmeerkost mit einem Verhältnis von 2:1 und heute in unserer Industrienahrung eben einfach furchtbare Quotienten, die überhaupt nicht gut sind für unser Immunsystem. Hier haben wir so eine Fettsäureanalyse. Ich arbeite sehr gerne mit den Analysen. Und da sollten wir normalerweise, der Normalbürger hat ja ein Verhältnis von 6:3 von etwa 10. Das ist nicht gut, das ist normal. 5:3 wäre vermutlich statistisch, wäre vermutlich präventiv gut. Und wenn jetzt jemand wirklich schon chronische Entzündungen hat, dann hätte ich ganz gern 2,5. Also nur 2,5 mal so viel Omega-6 wie 3. Das wäre vermutlich sinnvoll. Dann hier nochmal die Umwandlung. Das schenken wir uns jetzt erstmal hier. Jetzt hier die ganz spannende Sache. Die Studie habe ich erst heute Morgen gefunden. Also wirklich brandneu. Und da sehen wir schon Protektin D1. Das ist also einer dieser Rücklöser. Ja. Und der inhibiert halt den Influenza-Virus. Ja. Und verbessert darum schwere Grippefälle. Und dieses Protektin D1 können wir nur bilden aus Omega-3. Und es erschien in Cell, also Cell ist eine der ganz, ganz, ganz großen Zeitschriften. Das ist belegt und das ist von 2013. Das ist eine uralte Studie, die damals schon belegt hat, warum Omega-3 eben auch einen gewissen Nutzeffekt bei Influenza hat. Und wir wissen auch, warum. Hier setzt zum Beispiel das Protektin D1 an. Das ist jetzt ein Mäuseversuch. Und da hat man also gesehen, die Virus-RNA, die eben in der Zelle gebildet wird, die kommen dann eben nicht so gut raus. Das kann sich eben nicht mehr so weit verbreiten. Und das ist eben hier dieses Protektin D1, was nur aus Omega-3-Fettsäuren gebildet werden kann. Ja. Wie gesagt, 2013, uralt, ich habe es heute Morgen erst gefunden. Und wir haben dasselbe auch bei Hepatitis C-Viren. Gibt es auch alte Arbeiten, die besagen, ja, wir haben weniger Virusentwicklung. EC50 bedeutet, dass wir eine Verminderung der Viruslast um 50% haben. Und das haben wir bei EPA und DHA, den wichtigsten Omega-3-Fettsäuren, schon bei einem Wirkspiegel von nur 4 Millionstel Mol pro Liter, also kleinste Konzentrationen, hemmen bereits massiv die Hepatitis C-Virusvermehrung. ALA ist die Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure aus den pflanzlichen Quellen. Gamma-Linolensäure ist auch eine entzündungshemmende Fettsäure aus dem Nachtkerzenöl zum Beispiel. Da brauchen wir schon die 25-fache Menge, um dieselbe Hemmung zu haben. Und bei Ölsäure aus dem Olivenöl oder bei gesättigten Fettsäuren passiert überhaupt nichts. Ja. Und hier auch, das ist auch brandneu, das ist eine Arbeit, die ist im Februar diesen Jahres erschienen. Finde ich auch ganz spannend. Da hat man also Quails,
hat man also einen Tierversuch. Quails hat man also mit Newcastle Disease Virus oder mit Influenza infiziert. Weißt du, was Quails sind? Squirrels? Nee, Quails, nicht Squirrels, Quails. Oder Cortonix, Cortonix japonica, wenn ihr es weiterhelft. Also ich muss selber nachgucken. Keine Ahnung. Das sind Wachteln. Also man hat junge Wachteln genommen. Da würde meine Mutter jetzt fragen, warum schreiben die nicht Wachteln? Ja, weil es eine englische Arbeit ist natürlich. Also die haben Wachteln, Kontrollwachteln gehabt. Und dann haben die eine Gruppe, die haben die mit Newcastle Disease Virus infiziert. Die dritte Gruppe infiziert, aber Omega dazu gegeben. Vierte Gruppe Influenza, H9N2 infiziert. Fünfte Gruppe plus Omega. Und das ist rausgekommen, das finde ich ganz spannend. Hier sehen wir also die Antikörperanstiege. Ja. Und da sehen wir also hier in der Omega-3-Gruppe mit Newcastle deutlich höherer Antikörperanstieg und bei Influenza auch. Und noch spannender, da sind nicht wenige Wachteln gestorben. Also in der Kontrollgruppe ist natürlich niemand gestorben. In der Newcastle-Gruppe ist fast die Hälfte gestorben, 45%. Ja. Unter Omega aber nur 20%. Influenza sind 15% der Tiere gestorben. Ja. Influenza plus Omega 0%. Das ist schon ganz ordentlich. Okay, wir wissen nicht, inwieweit es übertragbar ist. Kann niemand genau sagen. Aber das finde ich jetzt noch spannend. Das ist die letzte Arbeit, habe ich heute Morgen auch gefunden. Chinesische Arbeit und die erste Arbeit, die sich jetzt wirklich mit Coronavirus beschäftigt. Natürlich leider keine klinischen Studien, die gibt es einfach noch gar nicht. Aber immerhin chinesische Forscher haben sich überlegt, welche Nährstoffe könnten denn helfen. Und was ich ganz spannend finde, wir sehen das hier, die Arbeit ist am 30. Januar 2020 eingereicht worden. Und am 4. Februar ist die akzeptiert worden. Also das dauert normalerweise Wochen bis Monate. Ja. Die haben die sofort angenommen. Und das sagen die chinesischen Forscher, Vitamin A, C, D, Selen, Zink und Omega-3 sind potenzielle Kandidaten, die möglicherweise bei Coronavirus-Infektionen helfen könnten. Wir wissen es natürlich nicht ganz genau, aber das finde ich schon ganz spannend. Und es ist erschienen in einer virologischen hier, Medical Virology, da ist es erschienen. Und das ist vor 6 Wochen erschienen, das ist eigentlich auch schon richtig alt. Ich habe noch nie einen deutschen Virologen von solchen Arbeiten sprechen hören. Noch nie. Stimmt, ja. Aber ich habe auch noch nie eine Studie gesehen, die nach 4 Tagen veröffentlicht wurde. Also ich habe selber auch Studien eingereicht, die haben ein halbes Jahr gedauert, bis ich da endlich mal akzeptiert wurde. Offensichtlich fanden da die Peer-Reviewer und die Herausgeber sagen, das ist jetzt so wichtig, das muss schnell und das wissenschaftliche Volk kommen. Leider in Deutschland, bis es in Berlin oder in anderen virologischen Zentren ankommt, dauert das vielleicht ein bisschen länger. Aber das wäre doch mal toll, wenn das dort zur Kenntnis genommen würde. Und aber wir müssen Volker, glaube ich, auch den Zuschauern nochmal erklären, dass natürlich auch ein Virologe oder jemand, der in seinem Fachgebiet unheimlich tief zu Hause ist, der ganz weit in die Tiefe schaut, dass der natürlich nicht über den Tellerrand guckt und sagt, okay, was ist jetzt in der Naturwissenschaft, was ist in der Ernährungswissenschaft, also was ist da publiziert. Ne? Das kann man dann irgendwann auch gar nicht mehr, wenn man nicht den halben Tag Zeit hat, um zu recherchieren. Genau, das müssen wir. Das ist so wichtig. Wir können diese Infektionskrankheiten, wir können die nicht nur vom Virus aus betrachten und dann gibt es halt eine Impfung, dann gibt es ein Medikament dafür. Wir müssen sie ganzheitlich betrachten, sonst haben wir langfristig keine Chance gegen die Viren. Das muss so kommen. Ja, absolut. Ja, super spannendes Thema und wir wissen ja schon ganz, ganz viel über Omega-3, aber das ist mir jetzt auch relativ neu, dass das auch Einfluss auf die antivirale Kapazität, will ich das mal nennen, haben. Und, auch völlig neu. Ja, also das ist ja auch im Grunde für uns schön, dass wir uns jetzt bewegen müssen und die halbe Nacht dann letztendlich in PubMed oder Science Direct oder wo auch immer drin hängen, um uns dann die Studien runterzuladen und exklusiv, ne? Bitte nachts nicht. Wir haben jetzt heute tagsüber so viel Zeit. Wir brauchen unseren gesunden Nachtschlaf. Der ist einfach auch wichtig, weil ich habe gerade, das habe ich jetzt hier nicht eingebaut, ich habe gerade neulich auch Dinge gehört, Melatonin. Melatonin scheint auch ein sehr guter Schutzfaktor zu sein. Ist ein uraltes Molekül, mehrere hundert Millionen Jahre alt in der Evolutionsgeschichte. War ja ursprünglich nur ein Antioxidant, mehr nicht. Ja. Ist ja erst später in der Biologie zum Schlafhormon geworden. Und auch das scheint mega spannend zu sein für das Immunsystem. Kann man auch hier nachlesen? Ja, auch, steht da auch drin, super.
Denn Melatonin schaltet ja auch Cortisol aus und Cortisol ist ja auch wiederum zwar antiinflammatorisch, aber dann, wenn wir zu viel davon produzieren, dann haben wir irgendwann nicht mehr genug davon. Und dann gehen zum Beispiel deine Hautentzündungen wieder hoch, ne? Also gerade jetzt für einen gesunden Nachtschlaf sorgen, ja, wir dürfen uns Gedanken machen, wir dürfen auch tagsüber Probleme wälzen. Im Nachtschlaf haben die nichts zu tun. Und tagsüber, wenn wir jetzt noch den Bogen zur Ganzheitsmedizin schlagen wollen, neben Nährstoffen, neben einer gesunden, vitalstoffreichen Ernährung, du bist Sportler, ich brauche dir nichts über Immunsystem und Sport zu sagen, dass moderate Belastungen unglaublich gut fürs Immunsystem sind. Und zwar jetzt gerade in der Phase sind, wo die Leute drinnen eingesperrt werden, also zumindest alleine oder zu zweit, dürfen wir ja noch rausgehen, wir dürfen ja noch spazieren gehen. Und wenn dann die Sonne mal scheint, hoffentlich, und in der Schweiz wird mittlerweile schon um 12, zwischen 12 und 13 Uhr wird im Moment Vitamin D gebildet. Ich glaube, in Hamburg wird das noch nicht sein, aber in 4 Wochen wird auch in Hamburg Vitamin D gebildet werden. Ich kann nur allen sagen, geht mittags raus, wenn die Sonne scheint. Bitte nicht in großen Wandergruppen, sozialen Abstand wahren, aber sorgt für Bewegung und sorgt für Sonnenschein, dass da auch auf die Haut draufkommt. Das ist so unglaublich wichtig. Absolut, ja. Ich habe jetzt eine Woche auf einer Terrasse gelegen. Ich habe wahrscheinlich auch schon Vitamin D tanken können, auf natürliche Art und Weise. Ja, wir haben jetzt bei dir auch gesehen, wie wichtig das Thema ist. Ich habe das selber alles nochmal aufbereitet, habe dazu nochmal ein eigenes Video gemacht. Da ist dann auch Bewegung mit drin, um dann letztendlich auch so ein gesamtes, ich sage mal, Corona-Care-Paket zu haben. Denn wie wir angefangen haben, die Leute sind in Unsicherheit, sie wissen nicht, was sie tun können. Ich sehe das in verschiedenen WhatsApp-Gruppen auch, die jetzt sehr viele Laien drin sind, dass die sich gegenseitig alle Tipps geben. Und ja, manche sind richtig, manche sind mit Vorsicht zu genießen. Also das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt hier sprechen, damit halbwegs verlässliche Daten auch. Knoblauch wird ja angeraten, ja. Knoblauch ist ja der Geheimtipp. Ja. Okay, wir wissen, Knoblauch, das Allicin hat eine gewisse antimikrobielle Wirkung. Also wenn Knoblauch hilft, und ich bin fest davon überzeugt, 6 große 10 Knoblauch helfen mit Sicherheit, aber wahrscheinlich nicht über das Allicin, sondern über den sozialen Abstand, den wir dann haben. Also ja, 2 Meter Abstand bei allen anderen Leuten. Also esst viel Knoblauch und dann kann euch nichts passieren. Also Nudeln, Toilettenpapier und Knoblauch kaufen, ne? Ja, nur Aioli, Olio e Aglio. Also das wäre, glaube ich, ein sehr gutes Gericht im Moment, ja. Und was mir nochmal wichtig ist zu sagen, weil wie gesagt, ich unterhalte mich auch häufig mit meiner Mutter und horche da rein, was die eben verstehen von diesem ganzen Fernseh- und Internet-Hype. Dass alles, was wir jetzt empfehlen mit Vitamin D, Zink, Omega 3, Vitamin A, Bewegung und so weiter, dass das natürlich alles nicht verhindert, dass der Virus letztendlich uns infiziert. Also es gibt kein Medikament, keinen Impfstoff im Moment und keinen Nährstoff, der jetzt verhindert, dass du dich infizierst. Aber ich denke, wir müssen vielleicht das nochmal deutlich machen, dass wenn man sich infiziert, und wir haben ja im Moment, wenn man in die Statistiken kommt, wir haben viele sehr milde Verläufe, wir haben Verläufe, die noch nicht krankenhausbedürftig sind, aber dann eben auch Leute, die sterben können an dieser Erkrankung, dass wir mit diesem gesamten Paket natürlich die Gefahr, dass du in dieses Szenario reinrutscht, natürlich auch deutlich dämpfen können. Ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Also wir haben ja Erfahrung von dem Schweinegrippenwinter. Ja. Und da gab es einen Versuch, da hat man also Schulkindern 1200 Einheiten Vitamin D am Tag gegeben. Das ist schon für Schulkinder eine ordentliche Dosis, aber auch keine riesig große Dosis. Und da hat man gesehen, die Kinder, die Vitamin D hatten, haben 2/3 weniger Schweinegrippe gekriegt. Also die haben nicht irgendeinen grippalen Infekt gemessen, die haben wirklich Influenza gemessen. 2/3 weniger, das war fast wie eine Impfung gewesen. Also das hat schon in vielen Fällen das verhindert. Ob das jetzt beim Corona genauso wäre, wissen wir nicht. Aber ich weiß nicht, wie viel du nimmst. Ich nehme im Moment jeden Tag 4.000 bis 5.000 Einheiten Vitamin D ein. Und ich nehme im Moment Zink und Selen ein und Vitamin C und Omega 3. Das mache ich alles, weil ich weiß, es schadet mir nicht. Und wenn ich Glück habe, kriege ich es nicht. Und wenn ich es kriege, habe ich die Erwartung, dass ich es besser überstehe. Ja. Beweisen kann ich das alles nicht, aber ich richte auf jeden Fall keinen Schaden an. Ja, die Virologen sagen ja, dass wahrscheinlich irgendeine Infektionszahl von 70-80% am Ende dabei rauskommt. Also wir müssen uns ohnehin darauf vorbereiten, dass wir uns vielleicht auch im Laufe der nächsten 12 oder 18 Monate damit infizieren.
dann ist der Coronavirus schon wieder vergessen. Dann haken wir das vielleicht so als Influenza ab oder als Erkältung. Also ich habe soweit meine Information, dass Vitamin D vor allen Dingen den Übertritt jetzt von der Schleimhaut dann in das Gewebe verhindert. Ja, also dass dieser Coronavirus dann auch tatsächlich in dieses Lungengewebe eindringen kann, dass genau Vitamin D dort sein Schutzschild sozusagen aufbaut und diesen Übertritt verhindert. Das heißt, die Leute haben vielleicht ein bisschen Kratzen im Hals, aber letztendlich keine Lungenentzündung. Wäre zu hoffen, ja. Also du hast ja mich gefragt, ich selber nehme im Moment zwischen 10.000 bis 20.000. Okay, schon ziemlich viel, ja. Ich habe auch schon Ärzte gehört, die haben Hochdosis genommen. Ich habe da letzte Woche mal mit dem Dirk Lemke drüber gesprochen. Ja, einer der wenigen Ärzte ist in Deutschland, die da im Coimbra-Protokoll ausgebildet sind oder im Moment damit arbeiten. Ich habe ihn mal nach seinen ersten Erfahrungen gefragt und wir haben uns auf dem Kongress, auf dem AMM-Kongress getroffen und ja, also davon lieber im Moment ein bisschen Abstand nehmen. Das sollten dann nur noch super Experten machen. Nicht, dass jetzt jeder anfängt, sich selbst zu medikamentieren. Genau, dann gibt es dann doch mal eine Überdosierung, dann gibt es doch mal Nierenstein und dann war es wieder das böse Vitamin D gewesen. Also Hochdosis-Vitamin-D-Therapie kann ich dir nur beipflichten, nur wirklich bei ausgebildeten Ärzten, die sich genau damit wirklich super, super gut auskennen. Wenn du sagst 10.000 Einheiten, das kann man auch mal ohne weiteres mal 2-3 Wochen nehmen, da passiert überhaupt nichts. Wenn ich es länger nehmen will, sollte ich wirklich Spiegelmessungen machen und die meisten in der Szene sagen ja, wir wollen 100 bis 150 Nanomol pro Liter, 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter wäre dieselbe Dosis. Das wollen wir gern haben. Ja. Ob jetzt mehr als 150 oder mehr als 60 noch mehr bringt, wissen wir nicht. Ja. Irgendwann beginnt auch mal ein Risiko zu steigern und wir sollten tunlichst nicht so hohe Dosen nehmen, dass wir da wirklich in die Gefahr kommen. Ja, deswegen auch unser Appell, denke ich, nach draußen messen und dann supplementieren. Man kann sich Vitamin-D-Messungen besorgen, überall im Internet. Also das ist relativ einfach. Die kann man jetzt bestellen. Man muss sowieso zu Hause bleiben. Von daher kann das im Grunde jetzt jeder machen und dann auf der Ebene dann überlegen, wie muss ich jetzt aufsupplementieren. Und da geben wir auch eine ganze Menge Hinweise, wie man das machen kann. Ich habe da auch einiges in meinem Blogartikel dazu verlinkt, wo sich jeder selbst informieren kann. Genau. Du hast mich vorhin noch gefragt, ja, warum werden denn Messungen in der normalen Medizin sogar abgelehnt? Und warum wird generell die Vitamin-D-Therapie im Prinzip auch abgelehnt? Das bringt doch alles gar nichts und wir haben doch genug. Und ja, ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich hätte so eine Theorie, dass es einfach mental gar nicht vorstellbar ist wie viele. Also wenn man sich das über Vitamin D oder auch über Omega-3 anguckt, was das alles machen soll, das schützt vor Demenz, es schützt das Immunsystem. Und zwar vor einem zu schwachen Immunsystem, wie auch vor einem überschießenden Immunsystem. Und vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt es auch noch. Also es macht ja alles, es sind alle Heilmittel. Es kann doch nicht sein, dass so ein billiges Naturpräparat, was nicht patentiert werden kann, dass es mehr kann als Medikamente, die für hunderte von Millionen Euro entwickelt worden sind. Ich denke, das ist diese mentale Barriere, die viele haben. Das kann doch nicht sein, dass es so einfach ist. Ich glaube, das ist somit einer der Hauptgründe, dass davor vorgewarnt wird. Ja, okay. Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz in die Aktualität der Corona-Epidemie gehen. Ich habe da mal so ein bisschen was rausgeguckt gestern Nacht. Also ich bin tatsächlich ein Nightshifter. Und ich schlafe dann vor dem aktuellen Sportstudio ein und wache dann um 1 Uhr wieder auf und dann muss ich halt nochmal 2 Stunden recherchieren. Das ist halt so ein bisschen mein Natur. Ist nicht gesund, okay, verstehe ich. Hole ich mir dann irgendwann wieder zurück. Ich wollte mal ganz kurz in meinen Bildschirm gehen. Bildschirm freigeben. So, und dann habe ich hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Die Zahlen, die jetzt aus Italien gerade kommen, weil das ja so ein bisschen das Epizentrum in Europa gerade ist, mit den meisten Todesfällen. Und hier hat man ein paar Zahlen rausgehauen jetzt, die ich mal so ein bisschen vorlesen will. Man spricht jetzt im Moment von, ich weiß nicht, ob die Zahl noch stimmt, 2000 Todesfällen. 99% der Verstorbenen litten an einer oder mehrerer Vorerkrankungen. Da kannst du gleich noch mal kurz was dazu sagen. 48,5% der Todesopfer litten unter 3 Vorerkrankungen.
25% wurden zwei Erkrankungen und 25% auch eine Erkrankung. Bei mehr als 3/4 der Untersuchten wurde hoher Blutdruck festgestellt. Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 79,5 Jahren. 17 Todesfälle waren bei unter 50 Jahren. Und interessante Aussagen, rund 70% der Todesopfer waren Männer. Da kannst du vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen. Warum sind wir Männer vielleicht noch mehr gefährdet? Dann hat man Kinder noch angeschaut, 300 Kinder, die positiv getestet wurden. In keinem Fall haben es einen schweren Krankheitsverlauf gegeben. Dann habe ich hier mal so ein paar komische Kurven noch rausgeguckt. Also da geht es auch darum, um die Frage, können wir gleich auch noch mal ganz kurz diskutieren, wie lange dauert das Ganze jetzt? Denn wir haben ja sehr viele Selbstständige, es müssen Leute ihre Restaurants, ihre Cafés schließen und so weiter. Und die stellen sich natürlich jetzt alle die Frage, wie lange haben wir jetzt zu tun mit dieser ganzen Epidemie? Und da gibt es ein paar Leute, die sich da kreuz und quer rechnen, um das Ganze dann auch vorhersagbar zu machen. Und hier zum Beispiel in der Kurve, da haben wir das genannt, the hammer and the dance. Ja, der Hammer ist sozusagen das, was wir jetzt machen. Wir drücken also jetzt diese Infektionskurve so dramatisch runter mit diesen Maßnahmen, dass wir dann nach etwa 7 Wochen, steht hier, 7 Wochen, dann an diesem Punkt angekommen sind, um dann einen Tanz der Infektion zu haben letztendlich, ja, dass sie immer mal wieder ein Stück weit ausbricht, vielleicht auch eine zweite Kurve dann vielleicht im Herbst oder Winter, wenn die Vitamin-D-Spiegel wieder runtergeht, passiert. Das wissen wir nicht so ganz genau, das sind alles so Vorhersagen. Vielleicht können wir da mal noch kurz drauf eingehen. Ja, ich finde, das sind ganz tolle Daten, die sind mir jetzt auch neu und ja, ich finde die eigentlich sogar sehr positiv, denn wir hören ja im Moment nur schreckliche Sachen und Italien, da lassen die Leute sterben, weil sie nicht genügend Atmungsgeräte haben, ganz grässlich. Ja. Aber eigentlich, ich will das jetzt mal positiv uminterpretieren, wenn ich eben keine Vorerkrankung habe. Und wenn ich unter 50 Jahre alt bin, dann habe ich nahezu kein Risiko. Das bedeutet, wir müssen jetzt, der Normalbürger, der normal gesunde, junge, immunkompetente, der muss sich eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Alle Maßnahmen, die wir jetzt machen, und es ist richtig, dass wir die machen, die ergreifen wir, um wirklich die Schwachen, die Alten, die Kranken zu schützen. Ja. Und ja, natürlich, wir wissen, Bluthochdruck ist ein Risikofaktor. Diabetes ist auch ein wahnsinniger Risikofaktor, weil die hat ein ganz schlechtes Immunsystem. Und was hier gar nicht erwähnt wird, das sind alle Menschen, die unter Immunsuppressiva stehen. Ja. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen bei allen möglichen Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Multiple Sklerose. Ja. Da werden ja diese sogenannten Biologika gegeben. Ja. Was für mich schon eine Bezeichnung ist, da kriege ich so einen Hals, muss ich sagen, weil das sind keine Biologika. Das sind harte Immunsuppressiva. Ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen, das fand ich auch ganz spannend, eine Mitteilung der Schweizerischen MS-Gesellschaft gesehen. Ja. Die sagen, im Moment sollten keine MS-Patienten neu auf diese Mittel eingestellt werden, weil das Immunsystem so stark gestört wird, dass es für die MS-Patienten wegen Corona lebensgefährlich sein kann. Absolut. Was machen jetzt die MS-Patienten, die unter diesen Medikamenten stehen? Ja, die müssen unter Quarantäne und zwar sofort. Die sind hochgefährdet. Also alle Menschen, die unter diesen Biologika stehen, ab ins Haus, die dürfen nicht mehr raus. Ja. Ja, Asthmatiker, Leute mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Und Rauchen ist jetzt hier gar nicht dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Raucher ein viel, viel höheres Risiko haben, Absolut. Zu erkranken oder zu sterben als die anderen. Alle diese Risikogruppen, wir müssen gucken, dass wir nicht mehr zu den Risikogruppen gehören. Okay, Rauchen können wir aufhören, Geschlecht können wir nicht ändern, das geht so nicht. Ich glaube beim Geschlecht, warum die Männer da ein Nachteil sind oder die Frauen begünstigt sind, ich könnte mir vorstellen, dass es am Progesteron liegt. Die Frauen haben ja doch bessere Progesteronwerte und Progesteron hat auch so eine gewisse antientzündliche Wirkung, könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt reine Spekulation, ich weiß es nicht. Da müssten ja die Frauen, die eine Östrogendominanz haben, müssen ja wieder stärker gefährdet sein. Das könnte auch wieder sein. Müssen wir unter den Frauen, die erkranken, vielleicht auch nochmal untersuchen, ob da solche mit Östrogendominanz dabei sind. Kann ich mir vorstellen, aber ist jetzt reine Spekulation.
Jetzt muss man ja alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil natürlich jetzt auch zum Beispiel in Italien oder in Wuhan, da ist ja großes Chaos, wenn man sich jetzt die Videos anguckt. Also da arbeiten Ärzte und Pfleger jetzt rund um die Uhr, sind teilweise massivst erschöpft und schlafen in der Klinik, um dann ein paar Stunden später wieder am Bett zu stehen. Also das ist ja eine Wahnsinnsleistung, die da jetzt auch gebracht wird, auch von deiner Berufsgruppe. Und von daher weiß man auch nicht genau, ob die Zahlen jetzt immer alle so top sind. Ne? Denn ja, klinische Forschung findet normalerweise muss sehr sauber stattfinden, aber wir haben gerade eine sehr, sehr aufgeregte Situation, wo wahrscheinlich auch vieles durchs Raster fällt. Aber es gibt bestimmte Beobachtungen und die müssen wir natürlich schon ernst nehmen. Genauso wie in Wuhan eben beobachtet wurde, dass möglicherweise diese ACE-Hämmer oder Ibuprofen da ein Problem sein könnten. Ich habe das bei den ACE-Hämmern mal ein bisschen recherchiert. Der Virus greift ja genau dieses Angiotensin-Converting-Enzym an oder nutzt dieses Enzym. Das ist membranständig und das heißt, genau da an der Stelle versucht sozusagen der Virus dann in die Wirtszelle überzutreten und dann eben das Lungengewebe zu infiltrieren. Und dann löst es natürlich auch immunologische Effekte aus, also Entzündungen aus. Und dann sind wir wieder bei Omega-3. Meiner Meinung nach, wer jetzt einen hohen Vitamin-D-Spiegel hat, einen hohen Omega-3-Spiegel hat, Zink ist auch nochmal ganz wichtig, der hat natürlich hier deutliche Vorteile, auch wenn er in diese Situation kommt, dass er vielleicht so eine angehende Lungenentzündung bekommt. Wie stehst du dazu? Ja, sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, mit dem ACE-Hämmer, da habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt. Aber eben, ich sehe das Positive, dass wirklich die Immunkompetenten sich keine Sorgen machen müssen. Und die Geschwächten müssen wir eben dafür sorgen, dass sie geschützt werden und dass sie vielleicht über eine optimale Nährstoffzufuhr auch ein bisschen immunkompetenter werden. Was ist denn mit den ganzen Altersheimbewohnern, die da pflegebedürftig im Bett liegen? Die kommen ja gar nicht raus. Ich möchte nicht wissen, was die für Vitamin-D-Spiegel haben. Und Selen und Vitamin A und alles andere wird auch nicht gut sein. Das wäre doch mal toll, die zu messen und dann auch optimal zu substituieren. Wir können nicht versprechen, dass wir ihnen damit hundertprozentigen Schutz verschaffen, aber schaden werden wir ihnen mit Sicherheit nicht. Hast du mal was von dieser Geschichte gehört? Auch hochinteressant. Muss ich mal eben kurz gucken, dann können auch die Zuschauer gleich sehen, wie wir hier wild rumrecherchieren. COVID-19 Study, Blood Type 0 are more resistant, Type A are more susceptible to infection. Also eine Blutgruppenproblematik vielleicht, dass bestimmte Blutgruppen eher empfänglich sind. Hast du da irgendwelche Ideen dazu? Habe ich noch nie gehört und ich finde das wahnsinnig spannend. Nur, was hat es dann für Konsequenzen? Wir können ja unser Blut nicht austauschen, unsere Blutgruppe nicht ändern. Ja. Das ist jetzt interessant aus sophistischen Gründen, aber ich will halt irgendwo auch eine klinische Relevanz haben. Nur dann interessiert es mich eigentlich wirklich. Also gerade eine Menge Hypothesen unterwegs. Man kann ja auch auf diesen Seiten hier sehr schön sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Ja? Also deswegen auch zu Hause bleiben und die Infektionsketten jetzt stark unterbrechen. Ich weiß nicht, ob du diese Webseite kennst. Ich sehe jetzt gar nichts. Ich sehe immer noch Chart B Suppression Strategy. Mehr sehe ich jetzt nicht. Okay, gut, dann gehe ich da mal raus. John Hopkins kennt ja natürlich auch jeder, wo jeden Tag die Zahlen veröffentlicht werden. Dann gehe ich hier jetzt auch mal wieder raus. Ja, was können wir denn jetzt so zum Abschluss den Menschen da draußen mitgeben? Also wir haben jetzt einiges gehört. Wir fassen nochmal zusammen. Respekt vor der Erkrankung haben und jetzt wirklich was tun. Sozialer Abstand, Hygienemaßnahmen, überhaupt keine Frage. Aber bitte auch nicht in Panik verfallen. Wir wissen, wie schlecht Panik für unser Immunsystem ist und Stress, das sollten wir vermeiden. Wir haben gesehen, es gibt zumindest von der Nährstoffseite her Ansätze, hoffnungsvolle Ansätze. Zumindest bei anderen Virenerkrankungen gibt es da richtige Beweise. Warum sollten wir das nicht übertragen? Und diese ganzen Nährstoffe wirken ja nicht gegen das Virus selber. Sie wirken ja nur indirekt über unser Immunsystem gegen die Auswirkungen der Viruserkrankung. Warum soll das bei Corona anders sein? Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Also bitte für eine gute Nährstoffversorgung sorgen, für einen guten Schlaf sorgen, für Sonne sorgen, für Besonnung, wenn sie denn dann mal kommt, für Bewegung sorgen. Und
Ja, es ist hier in diesem Interview nur so ein bisschen angeklungen. Ich glaube, Humor ist auch noch sehr wichtig. Ja? Ich finde es ganz toll, dass im Moment so viele Cartoons und Filmchen und Lieder zum Thema Corona unterwegs sind. Und wenn man mal so ein bisschen schmunzeln oder lachen, ich glaube, das ist wunderbar für unser Immunsystem. Das sollten wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Bitte nicht den Spaß am Leben nehmen lassen, trotz aller Sorgen, die man jetzt wegen Ansteckung oder auch wegen wirtschaftlicher Dinge haben. Die Menschheit wird Corona überleben, da bin ich mir ganz sicher. Und die allermeisten Menschen auch. Es werden viele erkranken, es werden einige sterben, aber die Welt wird nicht untergehen. Ich glaube, das sollte so als Botschaft an alle rüberkommen. Ja, sehr schön. Ich habe vorhin noch von einer Athletin ein kleines Video über WhatsApp bekommen. Da ging es um, das hat der Dirk Müller, dieser Börsenexperte, der hat da was erklärt. Es gab im 16., 17. Jahrhundert die Pest. Ja, die Leute waren teilweise ein Jahr lang zu Hause. 14. Jahrhundert und da sind 30-50% der Bevölkerung gestorben. Ja. Das war was. Ja. Und dann hat er gesagt, das ist ganz schön, er wollte das auch motivierend, also auch positiv darstellen. Da hat es den Isaac Newton gegeben und der Isaac Newton hat all seine ganze Forschung innerhalb von diesem einem Jahr aufgestellt. Das heißt, er ist also in diese Dinge reingegangen und ich denke, das ist auch eine Botschaft an alle, jetzt die Zeit auch zu nutzen, nicht einfach nur rumzudaddeln und vielleicht 7, 8, 10 Netflix-Serien jeden Tag zu gucken, sondern einfach jetzt auch mal das zu tun, wozu man nie gekommen ist. Ja? Mal ein Buch lesen oder ein Buch schreiben, geht ja auch. Ne? Das mache ich gerade und nutze die Zeit. Also jetzt einfach die Zeit füllen mit sinnvollen Dingen, die dein eigenes Leben bereichern. Und wir werden irgendwann aus dieser Corona-Welle wieder rauskommen und dann wird sich das hoffentlich auch alles wieder ein Stück weit normalisieren. Eine Frage nochmal an dich als Schulmediziner auch. Ich habe gestern nochmal ein bisschen über Ebola gelesen. Ebola ist ja der gefährlichste Virus, den es überhaupt gibt, den wir kennen aktuell. Der Coronavirus scheint ja aktuell nicht zu mutieren, das heißt, die Letalität ist vielleicht nicht so immens, also mit Sicherheit nicht wie Ebola. Und der Ebola-Virus, der ist ja nie aus Afrika rausgekommen, obwohl Leute auch nach Afrika fliegen und es da einen entsprechenden Austausch gibt. Hast du dafür eine Erklärung, warum der sich hier nicht halten kann? Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute eben so schnell erkrankt sind und auch so schnell gestorben sind. Ja. Dieser Virus ist einfach zu effizient im Befall und auch im Sterben der Leute. Das ist für ein Virus ja gar nicht so gut. Das Beste ist ja ein Virus, aus Sicht des Virus, wenn er den Menschen befällt, aber wenn er ihn nicht umbringt. Ja, ja, genau. Also das ist eigentlich schlecht für ein Virus, wenn er die Leute dabei tötet. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Virus. Ich glaube, das ist der Grund, warum Ebola, der ist einfach zu stark und zu gefährlich. Und das wird mit Corona halt nicht passieren. Ich meine, der ist ja gerade mutiert, sonst wäre er nicht auf Menschen gesprungen. Ja, also jetzt wollen wir nicht hoffen, dass der nochmal mutiert. Das wollen wir überhaupt nicht haben. Ja. Also die Fledermäuse sind schuld. Ja. Bitte keine Fledermaussuppe essen, das wollen wir nicht, ja. Alles klar. Volker, vielen Dank für deine Zeit. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Oh, wir haben jetzt eine Stunde geredet, ist ja wahnsinnig lang gewesen. Ich hoffe, den Leuten draußen, die zuhören, ist es auch nicht zu lang geworden. Und ich hoffe, das war ein Video, was jetzt das Virus und die Erkrankung nicht kleinredet, aber was uns jetzt auch nicht die Sorgen übermannen lässt, sondern wir dürfen Hoffnung haben. Ich glaube, das sollte als Botschaft rüberkommen und wir können etwas tun. Kann ich alles so unterschreiben. Und genau. Lass uns ja. Die Dinge tun, die wir tun können. Alles andere können wir nicht beeinflussen. Ganz genau. Und bin sehr gespannt, was die Bundesregierung heute entscheiden wird. Vielleicht haben wir in 3, 4 Tagen eine neue Situation und dann müssen wir uns auch vielleicht am Ende der Woche wieder treffen und das wieder neu diskutieren. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir darüber zu sprechen, weil du eben viele Welten auch miteinander verbinden kannst. Ne? Die Naturheilkunde, die Naturwissenschaften mit der Schulmedizin. Denn ich glaube, es ist nicht die Stunde, die Dinge schwarz und weiß zu sehen, sondern eben auch alles zu nutzen, was wir an Erkenntnissen haben. Und ja, dann auch die Literatur sauber zu recherchieren, wenn man das macht. Nicht einfach nur hören und glauben Medizin, sondern ne, zu wissen, was man tut. Ich hoffe, das Video trägt ein bisschen dazu bei und ja, Volker, vielleicht sehen wir uns dann am nächsten Wochenende wieder und haben eine völlig neue Situation.
Okay, alles Gute, bleibt alle gesund. Sehe ich auch so. Bis bald, ciao.